Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest "Es begann an der Mauer" anzunehmen bei Lorthemar Theron in Geisterlande. An dieser Position ist die Folgequest von "Unter Geistern wandeln". Nehmt die Quest gleich mal an und darf nun ziemlich weit reiten, da man in diesem Gebiet ja nicht fliegen kann. Wird also ein bisschen dauern. Falls es euch interessiert, ich habe mittlerweile auch eine Facebook-Seite. Da poste ich des Öfteren, was ich so aufnehme oder was als nächstes ansteht. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanalbanner. Und wenn ihr die Seite abonniert oder liked, dann entgeht euch so gut wie nichts mehr, was ich gerade so mache, weil da poste ich öfters. Auf YouTube selbst habe ich ja meistens bei den Videos die Benachrichtigungen deaktiviert, wenn ich sie veröffentliche, weil ich will euch ja nicht belästigen mit hunderten Nachrichten, weil ich ja so viele Videos hochlade teilweise. Sollte euch dieses Video helfen, dürft ihr auch gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren, würde ich mich sehr freuen und motiviert mich, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Und hier bin ich auch schon. Die erste Flamme entzünden, diese befindet sich hier. Ist diese Lampe hier oder was? Ah, Laterne steht ja dabei. Laterne, Lampe, wie auch immer. Hier war auch die Map. Einfach benutzen. Ich mache diese Quest auf dem Patch-Server. Da könnte es einen Bug geben, dass ich nicht die Quest nicht abgeben kann. Lösung dafür ist ein Reloggen. Aber mal schauen, ob der Bug noch immer vorhanden ist. Vorbereitet. In Kel'Thalas herrschte seit Jahren nur idyllischer Frieden und plötzlich standen wir dem Tod selbst gegenüber. In jener Schlacht verlor ich mein Auge und beinahe auch mein Leben, wäre Haldurun nicht gewesen. Das Leid, das unserem Volk an diesem Tag widerfuhr, ist unbeschreiblich. Dass überhaupt jemand überlebte, ist ein Wunder. Wie ihr seht, folgt euch der Lorthemar, aber die Quest kann man nicht abgeben. Also, ausloggen dauert leider 20 Sekunden. Vielleicht kann man sie auch abgeben, wenn man weiterläuft oder zurückläuft, weiß ich nicht. Ich habe es immer so gemacht, dass ich geloggt habe auf dem Patch-Server. Vielleicht besteht das Problem auf den Live-Server nicht mehr. Hier sind die ganzen Charts, die ich hochgeladen habe. Einfach wieder einloggen. Und dann sollte man die Quest abgeben können. Jawohl, Lorthemar folgt noch immer. Also, Quest ist abzugeben bei Lorthemar Theron in Geisterlande, irgendwo in diesem Gebiet oder in ganz Geisterlande, je nachdem wo ihr seid. Wie ihr seht, ich mache es... Entschuldigung, ich mache es gleich da, wo ich die Quest erfüllt habe. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao.